oder vielmehr die digitale Gesellschaft, wie sie heute funktioniert, lebt vom Teilen. Es gibt ja nicht mehr diesen Experten, sondern das Expertentum entsteht ja durch die Vernetzung von viel Wissen. Das sind teilweise Unternehmen, die vor ein paar Jahren noch solche Sachen gesagt haben, wie ach, Internet brauchen wir nicht, das ist eh nur ein Trend, das geht vorbei. Ich glaube, in einer Gesellschaft, die ja zu Recht mehr und mehr zur Wissensgesellschaft wird, ist es ja unabdingbar, dass ich Wissen zur Verfügung stelle. Und ohne die Digitalisierung wäre das gar nicht möglich. Ich persönlich sehe da halt eben auch noch eine ganz große Gefahr. Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen, von denen ich spreche, reine Business-to-Business, die teilweise sehr kleine Märkte bedienen, aber mit großartigen Produkten, dass die irgendwann auch wegbrechen, wenn die es nicht schaffen, ihre Türen zu öffnen. Und wenn die nicht schaffen, ihr Mindset, ihre Haltung da irgendwo aufzumachen, zu sagen, wir kommen nicht umhin, ins Internet reinzugehen und uns für die Zukunft zu öffnen.